Jetzt hier erstmal das 3 zu 0. Da wusste ich schon, dass der Ball reingeht. Deswegen habe ich jetzt hier erstmal den Satz schon vorher angefangen. Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge FIFA Ultimate Team. Ja, wir sind hier zurück am Start. 1-2-2 Stats aktuell. Wir können aber sogar noch den Aufstieg schaffen. Dafür müssen wir nur 4 Spiele gewinnen und 1 Unentschieden spielen. Das ist auf jeden Fall noch drin. Aber wird schwer, sag ich mal. Wird schwer und wir werden heute sehen, ob wir da noch was reißen werden oder eher nicht. Heute ist Hop oder Top. Ich habe mich dazu entschieden, gerade so spontan hier mal. Jogi Löw, nicht mit Verein. Aus der Mannschaft entfernen und dann Manager hinzufügen. Oh, man muss erst einen kaufen. Okay, dann kaufen wir einen. Weil ich will mal da auch einen italienischen haben. Mitarbeiter. Manager. Liga Serie A. Hier, zack. Suchen, schauen wir mal. Wir haben ja 14.000, das sollte locker reichen. Pioli. Was haben die denn so für Zusatzdinger? Filippo Inzaghi ist auch mittlerweile. Okay, ich kaufe mal Inzaghi. Der ist cool drauf und so. Deswegen kaufe ich den. In die aktive Mannschaft. Zack, da packen wir ihn rein. Pipo Inzaghi, wie man ihn ja auch früher immer gerne genannt hat. Haben wir jetzt gekauft und dann geht es direkt weiter hier mit der Saison. Online-Season natürlich wie immer. Partie spielen und dann starten wir direkt. Das macht die Chemie nochmal ein bisschen besser. Und vielleicht, also ich hatte immer das Gefühl, dass ich bei meiner Premier League-Mannschaft, dadurch, dass Jogi Löw ja Premier League-Dings hat, nochmal einen Ticken besser war. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das damit zusammenhängt oder dass die Mannschaft einfach ein Ticken besser ist. Aber das werden wir ja jetzt gleich sehen. Er nimmt echt pinke Trikots. Hallo, komm, Kollege. Erst drückt er weiter und dann macht er nichts mehr. Was ist los bei ihm? Jetzt wechselt er das Trikot. Hallo, Kollege. Jetzt hat er endlich weitergedrückt, ey. Hat wieder viel zu lange gedauert, meiner Meinung nach. Man kennt es ja. Und jetzt sehen wir gleich seine Mannschaft. 80er Bewertung, 4,5 Sterne. Englischer Trainer, also vielleicht auch eine Premier League Mannschaft. Oder, ja, Premier League Mannschaft. Eindeutig. Da sehen wir unter anderem Lukaku, da sehen wir Johnson ist, glaube ich, der RAV. Und Mignolet ist der Torhüter auf jeden Fall. Und sonst? Keine Ahnung. Habe ich vielleicht schon mal gesehen, aber kenne ich nicht. Ist LV vielleicht Luke Shaw? Kann das sein? Ihr wisst es vielleicht besser als ich. Werden wir ja gleich aber dann sonst auch sehen. Im Laufe des Spiels. Ja, es ist Luke Shaw. Ha, hatte ich wieder recht. Ich habe wieder die Ahnung hier. Oh Gott. Dembele hat er. Fair hat er. Vargas. Vargas war auch bei der EM dabei, oder? Bei der WM dabei. EM sag ich schon. Bei der WM dabei. Wenn ich mich recht erinnere. Aber in welcher Mannschaft? Das weiß ich nicht mehr. Zack. Komm, komm, geh durch. Ja, schade. Ja, was gibt's sonst so Neues? Beziehungsweise was gibt's überhaupt so Neues? Sonst so, ich habe ja noch gar nichts Neues erzählt. Ja, ich mache hier erstmal das 1-0 durch Giovinco, nicht Palacio. Neues gibt's, ich hole mir nächste Woche, Ende der Woche, neuen PC. Beziehungsweise wenn ihr das Video seht, Ende dieser Woche. Weil ich nehme das am Sonntagmorgen auf, wir haben gerade 10.30 Uhr. Ich werde in etwas mehr als anderthalb Stunden abgeholt. Gehe auf eine Messe und danach noch zum Chinesen essen. Und ja, sonst, wenn ich den neuen PC habe, will ich natürlich auch ein paar andere Spiele noch spielen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr so sehen wollt. Ich habe schon
von einem gehört, er will COD Advanced Warfare von mir sehen. Oh Gott, ey, das kann lustig werden auf jeden Fall. Aber eher nicht so lustig nach dem Motto, ey, der hat's voll drauf. Weil in Shootern, ich weiß nicht, also bei Counter-Strike 1.6 war ich mal richtig gut, aber danach Shooter irgendwie, keine Ahnung. Counter-Strike 1.6 habe ich halt auch meine halbe Kindheit reingesteckt, wenn man so will. Da habe ich halt schon angefangen, glaube ich, sogar mit 1.2 oder so, keine Ahnung. Da sind auf jeden Fall die Bots noch gegen die Türen bei Office gelaufen. Später gab es die Türen gar nicht mehr. Vielleicht ein Grund, warum die Türen abgeschafft worden sind. Und jetzt macht hier Palacio erstmal das 2-0. Ja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt. Vielleicht mache ich dann auch ein paar Folgen mehr am Tag, weil der PC ja natürlich schneller rendern wird und so. Jetzt bin ich halt immer pro Folge eine Stunde ist der PC belegt mit Rendern. Das fuckt mich halt immer mega ab. Ihr kennt das bestimmt. Auch von euren PCs. Falls ihr keinen High-End-Rechner habt und falls ihr überhaupt auf YouTube unterwegs seid. Manchmal ist es halt ziemlich langsam alles und ja, ich will das alles verschnellern, weil wenn ich die Zeit nicht ins Rendern stecke, okay, ich render über Nacht, aber wenn ich da, keine Ahnung, dann über Nacht ein paar Folgen mehr hinkriege, wäre das cooler. Und dann muss ich halt am Wochenende ein bisschen mehr vorproduzieren, dies, das, aber das würde alles hinhauen, also von der Zeit her. Deswegen schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr so sehen wollt. Ich dachte so an Far Cry 4 habe ich zum Beispiel gedacht. Vielleicht auch das neue Assassin's Creed. Muss man halt dann mal schauen, was da alles auf uns zukommt. Da kommen ja noch mehr Spiele raus in nächster Zeit natürlich. Und ich würde mich halt freuen, würde ich auch mehr Let's Playen können. Mit dem neuen PC dann. Falls ihr mich unterstützen wollt beim neuen PC. Ist natürlich der Patreon-Link wieder nachher in der Endcard verlinkt. Wie immer bei mir. Leider hat da bisher noch keiner gespendet. Ich meine, okay, wer spendet auch einem YouTuber direkt irgendwie Geld oder so? Keine Ahnung. Aber ich dachte, wenn man die Möglichkeit nicht anbietet, kann auch keiner spenden. Und wenn man die Möglichkeit dann anbietet, dann ja, kann jemand spenden. Aber ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt bei diesem ganzen Spendengedöns. Jetzt hier erstmal das 3 zu 0. Da wusste ich schon, dass der Ball reingeht. Deswegen habe ich jetzt hier erstmal den Satz schon vorher angefangen. Ja, 3-0 führe ich hier recht souverän, wie ich finde. Kein Thema, alles. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte Elfmeter gepfiffen als Schiedsrichter. Einfach weil er nicht zuerst am Ball war, definitiv nicht. Aber naja, es gab keinen Elfer, also alles gut. Also mache ich hier das 4 zu 0. Oh Mann, das geht einfach zu einfach gerade. Einfach zu einfach. Doppelt gemoppelt hält besser. Es geht einfach zu einfach gerade. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, der geht ins Aus. Wieder Einwurf für mich. 4-0 nach 30 Minuten. So eine Zerstörung habe ich auch selten gesehen. Und ich würde jetzt nicht mal sagen, dass ich einfach klar der Bessere bin, aber ich nutze halt meine Chancen und lass ihn halt nicht wirklich extrem durch. Jetzt vielleicht, nein. Auch da habe ich ihn wieder gestoppt. Und jetzt hier außen kann Rewa freigespielt, der von Dembele verfolgt wird, aber kann ohne groß Sorge flanken. Und es gibt sogar Einwurf für mich, weil er da noch dran war. Gervinho geht da, doch er geht zum Ball. Jetzt hier Giovinco. Giovinco mit der Flanke für Palacio, aber Palacio kriegt ihn leider nicht. Ja, wie gesagt, neuer PC. Da wird auf jeden Fall einiges an Technik drinstecken. Einiges an besserer Technik als aktuell. Aktuell habe ich ja die GeForce 580. Und ich werde mir eine der 9er-Reihe holen. Ich glaube die 970. Vielleicht sogar die 980, je nachdem. Es kommt auf das Weihnachtsgeld an, was kommt. Also ich weiß, ich krieg Weihnachtsgeld. Ich weiß auch, wie viel ich bekomme. Aber ich weiß halt nur den Bruttobetrag und nicht den Nettobetrag.
Dementsprechend, oh Gott, jetzt macht er hier auch noch ein Tor. Dementsprechend muss ich mal gucken, wie viel netto dabei rumkommt. Aber ich weiß, es wird mehr wie 1000 Euro sein, die netto dabei rumkommen. Und auch nach Abzügen. Also es wird mehr als 1300 irgendwas sein. Nee, wie viel zahle ich meiner Schwester? 1190. Weil ich zahle ja das andere immer vom Kindergeld, den Strom und so. Miete zahle ich nur vom... Hä? Zahle ich da echt so viel? Moment. Egal wie viel ich zahle, hier mache ich erstmal das 5-1. Auf jeden Fall wird da auch ja über 1000 Euro in den PC drin stecken. Je nachdem wie viel Geld ich wirklich kriege, dann auch dementsprechend nochmal ein bisschen mehr. Aber ich rechne so mit 1,3, die ich bekomme ungefähr. Glaube ich. Aber man weiß es ja nie vorher genau. Also man hat zwar schon so Anhaltspunkte, aber genau im Preis, genaues Geld, was ich bekomme, keine Ahnung. Ich habe im Internet mal geguckt, da schwanken die Zahlen auch zwischen 1,6 und 1,2 sogar, aber 1,2 kriege ich nicht, das weiß ich definitiv. Das wäre fast, ja, ziemlich wenig, sag ich mal. Hier sehen wir nochmal ein Tor, das will er sich angucken scheinbar, keine Ahnung. Ja, wir sehen 5 Schüsse aufs Tor, 5 Tore, er hat 0 Schüsse aufs Tor, 1 Tor, weil das Abpraller von mir war. Aber naja, ich führe eindeutig mit 5-1 zur Halbzeit. Oh Mann, ich müsste jetzt eigentlich gar nicht wirklich noch was nach vorne tun, aber das tue ich natürlich trotzdem. Oh Gott. Ja, ich bin mal gespannt, was noch so für Games rauskommen jetzt zum Weihnachtsgeschäft. Far Cry 4 kommt ja raus, Dragon Age Inquisition kommt auch dann jetzt die Woche. Far Cry 4 kommt, glaube ich, heute, wenn ihr das Video seht. Ich meine, es kam Montag, Far Cry 4. Ich weiß es nicht genau. Ja, Assassin's Creed Unity kam ja schon raus. Da sind ja schon die Let's Plays alle online, was ich auch blöd finde, weil dann, wenn ich den neuen PC habe, ist schon alles online. Und dann ist halt die Frage, wie viele noch bei mir zuschauen, aber ich habe halt trotzdem Bock auf das Spiel. Dementsprechend, ja, ist mir eigentlich erstmal egal, wie viele zuschauen. Natürlich seid ihr gerne eingeladen, da zuzuschauen, gar keine Frage. Aber ich mache es halt schon ein bisschen für mich, weil ich das Spiel einfach zocken will. Aber das kommt dann halt auch erst, wenn der PC da ist. Ich weiß nicht, wie lange Lieferzeiten die teilweise haben. Ich werde den online bestellen auf jeden Fall. Das weiß ich, weil ich keinen Bock habe. Ich habe ja kein Auto. Und ich habe keinen Bock, den durch halb Essen zu tragen. Dementsprechend werde ich mir den nach Hause liefern lassen. Dementsprechend weiß ich natürlich nicht, wie lange das dauert. Wenn ihr da einen guten Laden kennt, der relativ preisgünstig ist und schnell liefert, könnt ihr mir den ja mal per YouTube-Nachricht schreiben oder bei Twitter, Facebook, whatever wo. Oh Gott. Ja, komm. Geklärt. Oh, der liegt immer noch am Boden, ne? Oh Gott, ja. Oh Gott, ich zieh dem Falschen die Beine weg. Das könnte gelb geben. Ja, es gibt gelb. Zum Glück kein Rot, also ich hätte da Rot gegeben, ehrlich gesagt, weil das war der komplett falsche Mann. Jetzt decke ich ihn mal hier, damit er den Ball nicht direkt kriegt. Süß, 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 ein Versuch. Oh Mann. Natürlich am Tor vorbei. Warum da überhaupt eine Wiederholung kommt, ist für mich nicht verständlich, aber naja, wenn die das so wollen, ne? Ah, jetzt habe ich hier den Ball kurz aus den Augen verloren gehabt. Ah, auch da wieder
doof von mir, dass ich da nochmal rumziehe und nicht den Ball irgendwie in die Mitte passe oder so. Ja, das war doof von ihm deswegen, dass er da nach außen zieht. Zack, jetzt hier ein guter Pass auf Palacio. Ah, schade. Der kommt nicht ans andere Ende durch. Da steht ein Spieler von ihm dazwischen. BFC hat er sein Team genannt. Also als Kürze, ich habe FFY, also Fresh Fries YouTube quasi. Weil ich wusste nicht, wie ich das jetzt nennen soll und dann habe ich einfach gedacht, machst du ein bisschen Werbung? Wobei das Y ja keiner versteht wahrscheinlich, außer man kennt meinen Kanal. Weil das Team habe ich dann Fresh Fries nur genannt und nicht Fresh Fries YouTube. Sonst würden vielleicht auch einige, die gegen mich spielen, dann gucken, ob sie hochgeladen werden quasi. Das wäre ganz cool, das sollte ich vielleicht machen. Das Team nochmal umbenennen in YouTube irgendwas. Fresh Fries YouTube. Jetzt kassiere ich hier erstmal das nächste Gegentor. Oh Mann. Ja, 71. Spielminute. Es steht 5:3, glaube ich, oder 6:3 oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sind mega viele Tore gefallen. 5:2. Hä, hatte er nicht 3 Tore? Naja, egal. 5:2. Kann ich mit leben. Alles easy. Schiri, das ist ein Foul. Lukaku. Hä, ich wollte schon sagen Lukaku, aber das ist gar nicht das Lukaku-Team. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, den hat man Keeper. Das ist Palacio gewesen, ne? Ne, nicht Palacio, wie heißt der? Pogba heißt er. Ich war gerade am Überlegen, hä? Ne, Palacio war der nicht. Ha, ja. Palacio war da gerade am Ball. Jetzt wieder. Ich spiele ihn jetzt hier wieder ein bisschen schwindelig. Ah, da komme ich nicht vorbei, schade. Schön von den Beinen geholt und es gibt nicht mal irgendwie was für ihn. Oh Gott, ja, da wurde ich dann von den Beinen geholt. Dum-dum-dum. Oh Gott. Zack. Komm, jetzt, komm. Komm, Flanke und Kopfball. Nein, leider nicht von mir. Ah, da hat er wieder den Ball. Warum bin ich so offensiv? Ah, da komme ich nicht mehr dazwischen. Nur noch 5:3. Und es ist nicht mehr lang zu spielen. 7 Minuten noch. Das ist mein Vorteil, dass nicht mehr so ganz so lang zu spielen ist. Sonst würde ich verkacken vielleicht. Das wäre ziemliche Kacke. Hm, was machen wir denn jetzt? Schießen wir noch ein Tor oder schießen wir keins mehr? Oh Gott, ey. Erstmal verlieren wir den Ball. Wenn das hier unentschieden ausgeht, ne, dann erhänge ich mich. Ne? Zack. Gut aussteigen lassen. Komm, jetzt, komm. Zieh. Ah, da wird er abgedrängt. Nochmal Glück für ihn. Hier sehen wir nochmal sein eines Tor. Das will er sich nochmal angucken, scheinbar. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil er so wenige immer schießt. Aber jetzt, oh Gott, Schiri, jawohl, da gibt es den Elfmeter. Da gibt es den Elfmeter und das wird dann die Entscheidung sehr wahrscheinlich. Außer er hält, nein, er hält nicht. Die Entscheidung, 6:3, Palacio, Nummer 8 in der 88. Spielminute. Muss ich jetzt einen ausgeben oder so. Oh Mann. Ja, das gibt Freistoß nochmal für ihn, aber... Wen interessiert's, dass er da nochmal eine Chance hat? Jetzt nur, ja, kein Gegentor mehr kassieren, wollte ich gerade sagen. Weil es gibt natürlich auch immer noch Punktabzug, jetzt ist mein Handy gerade runtergefallen. Es gibt natürlich immer Punktabzug,
Also nicht Punktabzug, sondern Coinabzug, um genau zu sein. Und dann hat man halt weniger FIFA-Coins verdient, ne? Und jeder Coin mehr ist natürlich nett, würde ich mal sagen. Dementsprechend hoffe ich jetzt, dass das Spiel jetzt gleich abgepfiffen wird. Schiri, der grätscht da nochmal rein. Zack. Ja, jetzt ist vorbei. Das Spiel ist aus. Ich gewinne mit 6 zu 4. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Auf der Endcard sind wie immer Facebook, Twitter, Instagram, Google+, der Abonnieren-Button und Patreon verlinkt, falls ihr mich unterstützen wollt. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag, sage bis morgen, haut rein, ciao!